Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und das hier sind wirklich viele Sägen. Wir haben hier 9 Kappsägen und zwar die großen Kappsägenmonster mit einer riesigen Schnitthöhe bzw. auch mit einem sehr großen Sägeblatt. Ja, also größer als 216, was man so 216 mm, was man so in der Standard-Kappsäge drin hat. Hier sind wir in der Regel in einem 300er Bereich, bis auf eine Ausnahme bei Festool, aber dazu kommen wir später nochmal. Ich habe vor kurzem einige Videos gemacht, immer so mehrere Vergleiche hier gehabt. Und wir haben gedacht, na, das wäre doch mal vernünftig, wenn wir auch noch mal ein Video machen, wo alle drin sind und wo wir die Gewinner küren. Aber ganz kurz erstmal, welche Sägen haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier heute Holzmann am Start, Metabo, wir haben Bosch, wir haben Makita, wir haben nochmal Bosch, wir haben Dewald, wir haben nochmal Metabo, Milwaukee und auch Festool. Und die Frage ist bei all diesen Sägen am Ende des Tages, welche Säge ist die beste für dich? Welcher ist der Preis-Leistungssieger? Welcher ist am genauesten? Welche Säge hat die beste Absaugung von allem? Und all das und noch viel mehr wollen wir heute besprechen. Und wir küren heute in diesem Video einfach nur eine Kategorie nach der anderen, gehen das Ganze durch. Und am Ende küre ich persönlich meinen Sieger aus all diesen Sägen. Beziehungsweise überlege nochmal, was ist die beste Säge vielleicht für euch im Allgemeinen. All das heute in diesem Video. Natürlich ist es Freitag, es gibt wie immer etwas zu gewinnen. Und zwar heute, wie gewohnt aus den anderen Videos, gibt es einen 250-Euro Einkaufsgutschein bei GoTools. Alles, was du dazu machen musst, einfach mit uns kommentieren, deine Lieblingssäge aus all diesen Sägen, vielleicht uns mitteilen und aber auch bitte den Grund, warum. Heute also will ich die große Preisverleihung aus all diesen Sägen. Ich rate dir trotzdem nochmal alle diese 3 Videos vorher anzuschauen, die wir gemacht haben, damit du auch die Feinheiten und die Unterschiede einzelner Sägen noch besser kennst. Heute gehe ich nicht mehr auf alles nochmal ein, sondern ich küre vor allem die Sieger folgender Klasse. Den Preis-Leistungssieger, beste Absaugung, bestes Handling, bester Lieferumfang, kompaktestes Gerät, beste Vielfältigkeit und natürlich den Gesamtsieger. All das werden wir heute uns anschauen. Vielleicht fallen mir noch ein paar andere Kategorien ein, während wir das Video hier machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal eine Sache gemacht, und zwar das Ganze hier mal nach Preis sortiert. Hier sind wir bei einem Preis von rund 250 Euro. Hier bei Metabo sind wir schon bei 350 Euro. Und jetzt machen wir einen riesigen Sprung. Eigentlich müssen wir eine ganz große Lücke lassen. Hier sind wir bei 650 Euro hier bei Bosch. Bei Makita hier 700 Euro. Hier sind wir so im Bereich zwischen 700 und 750 Euro bei den beiden hier. Jetzt sind wir schon zwischen 750 und 800 Euro bei der großen Metabo. Und hier sind wir schon bei 900 Euro, 1200 Euro. Das heißt, wenn ich da drüben die Holzmann kaufe, dann habe ich fast 1000 Euro gespart gegenüber dieser Säge. Und natürlich haben wir einen riesigen Unterschied in all diesen Sägen. Aber jetzt einmal bitte, lasst uns mal zusammen diese Sägen feiern, weil sie sehen wirklich genial aus. Und das ist wirklich ultimativ der Punkt, wo es echt cool wäre, wenn ihr hier wärt und das sehen könnt. Denn als wir hier in den Raum reingekommen sind, Daniel das hier wunderbar vorbereitet hat, war es einfach so, ich gesagt habe, wow, das sieht der Hammer aus. Weil wir die alle hier stehen, das ist der Oberhammer. Genau so müsste ein Baumarkt aussehen, dass man all diese Sägen sich wirklich angucken kann oder ein Fachmarkt aussehen. Aber sei es erstmal drum, lasst uns doch mal ganz kurz nochmal Folgendes machen, bevor wir zur Preisverleihung gehen. Wir nehmen doch mal jede Säge uns für eine Minute vor und gucken uns nochmal die Essenz der einzelnen Sägen an. Übrigens bei Holzmann gibt es noch eine Sache, die uns ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, und zwar den Laser, der so in der Mitte vom Sägeblatt stand und deswegen so für nicht so richtig gut war. Egal, Holzmann hatten wir. Bei Metabo haben wir hier ein grundsolides Gerät, 350 Euro. Es ist sehr kompakt von all diesen Geräten. Es ist, glaube ich, das kompakteste. Lässt sich wunderbar einstellen, alles fein. Was wir hier noch haben ist, wir haben hier nur 10 cm Schnittkapazität in etwa. Das sind, glaube ich, 105 mm. Was wir aber haben, ist ein Laser und ein Positionslicht. Kommen wir zur GCM12 SDE. 600 Euro und hier ein komplett anderes Universum, kann man eigentlich sagen. Das beides Einstiegsklasse. Ja? Und wenn du in der Einstiegsklasse unterwegs bist,
Wunderbar, kein Problem. Ab hier fängt dann schon die Profiliga an. Denn hier haben wir ein, ja, ich würde einfach sagen, das ist, dass man sagt, Next Level, würde ich dazu sagen. Und zwar haben wir hier ein Gerät, was wesentlich besser einzustellen ist an vielen Dingen, was wesentlich besser in der Haptik ist in diesen Sachen. Wir haben auch einen größeren Winkel, Gehrung, Neigung und so weiter. Und wir haben hier das erste Mal eine Säge mit einer Schnitthöhe, und zwar mit einer Sonderschnitthöhe von 17,5 cm. Das heißt, diese Säge kann 17,5 cm in der Höhe schneiden. Natürlich nur auf der Sonderschnittstellung. Wenn du es noch nicht kennst, ich verlinke dir das Video hier oben nochmal, einfach mal anschauen. Ansonsten haben wir auch 10 cm Schnittkapazität. Was wir hier besonders haben und was viele Sägen, die jetzt kommen, nicht hat, was andere Sägen nicht haben, die hier aber schon, ist, wir können hier die Geschwindigkeit einstellen. An der Stelle hier irgendwo ist das Ganze, von hinten immer schwer zu sehen, ist hier auf jeden Fall. Und damit ist es möglich, dass du die Säge anpassen kannst, deinem Material. Und das ist eine sehr gut, sehr, sehr tolle Sache. Kommen wir zu Makita und wieder etwas sehr besonderen an vielen Stellen, aber das erste, was hier mal wieder komplett anders ist als bei den anderen Sägen, ist, sie ist sehr kompakt. Sie ist also wirklich sehr kurz. Die anderen Sägen hier bauen alle nach hinten sehr weit auf. Und das ist aber die erste Säge, die sehr, sehr kurz ist und die du sehr kompakt auch an die Wand stellen kannst. Übrigens auch die erste mit zwei Absaugpunkten. Und das ist übrigens auch eine Säge, die hat genauso wie diese hier eine Sonderschnitthöhe. Hier 175 mm, hier 70, also 170 mm, also nur 5 mm weniger als bei Bosch. Das ist wirklich relevant, das weiß ich nicht. Wir haben auch 100 mm Schnitthöhe an der normalen Stellung hier und können sogar mit Opferholz 120 mm in der Höhe, also noch mehr als Holzmann schneiden. Zusätzlich haben wir hier auch ein interessantes Absaugergebnis, da kommen wir nachher nochmal dazu. Aber was die Säge sehr besonders macht, ist, sie hat den größten Gehrungs- und Neigungswinkel von allen Sägen, also auch größer als das, was Festool uns anbietet. Kommen wir zur Legende GCM12GDL. Und das ist ja wirklich eine Legende an vielen Stellen, wie aber auch fast alle dieser Sägen hier Legenden sind. Aber hier ist es einfach so, dass hier wir eine besondere Säge haben, und zwar durch diesen Arm. Ja? Dieser Arm ist wirklich sehr besonders, und was dieser Arm uns aber ermöglicht, ist eine sehr kompakte Bauweise. Wir haben hier also wirklich die Möglichkeit, eine Säge auch wieder sehr wandnah aufzubauen, und das haben wir hier. Interessant ist Folgendes, wir haben hier 750 Euro, aber wir haben hier trotz des höheren Preises als hier bei der STE, haben wir keine Möglichkeit mehr, hier die Geschwindigkeit einzustellen. Also Geschwindigkeit einstellen, nö, hat die Säge nicht. Eine Sache, die die Säge aber hat, ist ein sehr schlechtes Absaugergebnis. Das muss man leider immer wieder sagen zu der Säge. Ansonsten, viele von euch wissen ja, dass ich sehr lange mit der Säge gearbeitet habe. Ich mag sie. Sie hat auch 170 mm Schnitthöhe in der Sonderschnittstellung hier am Ende. Und wir haben über 100 mm Schnitthöhe in der normalen Stellung. Ja. Wir haben auch einen sehr großen Gehrungs- und Neigungswinkel-Einstellung. Das Ganze auch sehr leicht einzustellen. In Summe ein sehr rundes Paket. Kommen wir zu DEWALT, auch so im Bereich so um die 750 Euro. Auch hier wieder die Besonderheit, hier aber genau in die andere Richtung. Das Ding ist echt lang. Das Ding ist wirklich riesig lang. Schaut mal hier, das ist schon so lang ist der Aal. Nein, also so lang ist die Säge. Wir haben die Absaugung auch hier hinten. Und nicht an der Seite rausgeführt, wie wir es hier zum Beispiel in der GDL haben. Hier ist es ja hier an der Seite rausgeführt. Ansonsten super solides Gerät, auch mit einer sehr hohen Sonderschnitthöhe. Wenn ich mich richtig erinnere, ich muss spicken, auch 170 mm. Auch die normale Schnitthöhe, alles super. Was wir hier haben, wir können auch hier die Geschwindigkeit einstellen, um das Ganze entsprechend für dein Material zu einzustellen. Was wir hier auch haben, ist, wie bei den meisten anderen Geräten auch, unwahrscheinlich wertig. Es ist eine andere Optik, Haptik, als zum Beispiel Bosch oder Makita, aber es ist anders. Das heißt nicht, dass es schlechter ist. Es ist einfach nur eine andere Logik hier hinter. Aber alles, was du mit dieser Säge machst, fühlt sich wirklich hochwertig an. Kommen wir zur KGS 315 Plus. Wie viele von euch wissen, ist das die Säge, die wir momentan am häufigsten bei uns hier auch beim Umbau benutzen, aus einem bestimmten Grund. Und zwar ist das die einzige Säge, die nativ, also von Hause aus, einfach so 120 mm Schnitthöhe hat. Denn wir haben hier ein großes Sägeblatt. Die meisten hier haben ein 305er Sägeblatt, wir haben ein 315er Sägeblatt.
Und deswegen schaffen wir eine höhere Schnitthöhe. Wir haben hier aber keine richtige Sonderschnittstellung, sondern schaffen es hier gerade mal 130 mm, aber das auch auf ganzer Länge, wenn wir das unbedingt wollen. Was man aber bei der Säge sagen muss, das Ding ist wirklich ein Sägepanzer, denn das ist einfach alles hier drauf, hier dran ist riesig und alles ist so gemacht wie, boah, das muss 100 Jahre halten. Ja? Aber man muss auch sagen, die Säge ist enorm tief. Die ist nicht ganz so tief, glaube ich, wie die D-Wald, aber von der Tiefe her wandnah kannst du komplett knicken. Die kannst du irgendwo im Raum aufstellen oder hast halt eine sehr, sehr tiefe Werkbank, so wie wir es auch haben. Und selbst bei unserer tiefen Werkbank, die wir hier haben, ist es gerade noch so grenzwertig, dass es nicht drauf passt. Was interessant ist an der Säge hier, ist eine Sache. Übrigens können wir die Geschwindigkeit auch einstellen, hier an dem Knopf. Ja, geht auch. Das ist auch für mich eine ganz relevante Sache. Eine Sache muss ich zu der Säge sagen, warum ich sie auch für mich immer wieder interessant und gut finde, obwohl sie nicht kompakt ist. Ich mag eigentlich kompakte Sägen. Absaugleistung kommen wir nachher nochmal. Aber wir haben hier durch das größere Sägeblatt, habe ich das Gefühl, dass sie besser durchs Material gleitet. Ein scharfes Sägeblatt ist ein scharfes Sägeblatt. Aber dadurch, dass das Sägeblatt größer ist, haben wir eine größere und schwerere rotierende Masse. Und diese rotierende Masse hält so schnell auch nichts auf. Das mag jetzt nicht viel erscheinen, aber wenn du dir den Durchmesser eines Kreises vorstellst, der hier etwas größer ist, sind das nicht nur 1-2%, das sind schnell mal 20-30% mehr Material auf dieser Fläche, wenn du das hier vergrößerst. Und hier ist es wirklich so, dass du das Gefühl hast beim Sägen, wenn die richtig auf Touren ist, dass sie einfach das Holz wie so Papier ist. Das machst du so, hui, und dann ist das Holz auch schon durch. Das ist bei keiner anderen Säge so sehr ausgeprägt wie bei der hier. Kommen wir zu Milwaukee. Hier ist es einfach so, wir haben hier auch einen Sägepanzer. Das ist ein unwahrscheinlich mächtiges, großes Gerät. Man sieht das hier wahrscheinlich auch schon hier auf dem Video. Das ist schon Wahnsinn, ja, was wir hier haben. Hier so. Das ist schon wirklich irre. Was wir hier auch haben, ist eine sehr interessante Möglichkeit, die Säge zu verstellen an vielen Stellen. Wir haben hier hinten die Möglichkeit, mit einem Griff hochzuziehen und dann die Neigung einzustellen. Hier vorne haben wir eine Feineinstellung, um das Ganze hier auf dem, hier die Gärung einzustellen. Und der Tisch an sich gleitet von allen Maschinen hier am, ja, am weichsten. Das ist einfach, es ist ein Traum, mit der Maschine hier den Winkel einzustellen. Ansonsten ist an der Maschine gar nicht so viel zu sagen, außer dass sie echt teuer ist mit rund 900 Euro und dass man die Geschwindigkeit des Sägeblatts hier nicht einstellen kann. Kommen wir zu Festool, eine Säge, die übrigens sehr kompakt ist, so im Allgemeinen, auch so höchst noch geschlagen von der KGS 305 von Metabo, ganz am Anfang. Aber sie ist, wenn man sie nach hinten stellt, man sieht das hier auch sehr schön, so, dass sie sehr wenig nach hinten aushebt. Ja? Das heißt, man kann sie sehr wandnah hinstellen und wunderbar. Übrigens zum Thema wandnah hinstellen ist es nochmal immer bedenkt allgemein, wo ist der Absaugstutzen? Hier ist er zum Beispiel hier oben. Dadurch habt ihr nicht hier hinten, obwohl die Maschine recht kurz ist, nochmal das Problem, dass ihr mit dem Schlauch immer hin und her gehen müsst. Ja? Was ich zum Beispiel bei der Metabo habe, habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Hier ist so, dass der Schlauch ja hier hinten dran ist, da an der Stelle, dass die Säge noch länger macht. Ja? Das macht die echt. Also wenn der Absaugstutzen dran ist, ist ja hier. Nochmal, so lang ist der Aal, ja? Also Wahnsinn. Gut, bei Festool, super durchdacht, super Säge, gibt es null zu sagen. Alle Einstellungsmöglichkeiten sind super, man kann die Geschwindigkeit einstellen. Bi, ba, bu, bu, bu. Das Wichtigste ist, wir haben hier nicht die Schnitthöhe, die viele andere Sägen hat, und wir haben einen extrem hohen Preis, den viele andere Sägen nicht haben. Hören wir also unsere Gewinner. Wir fangen an beim Thema Genauigkeit. Was wir gemacht haben, ist Folgendes. Wir haben gesagt, okay, wir packen die Maschine nur aus und machen unseren Genauigkeitstest. Wir justieren die nicht gar nicht, sondern wir wollen wissen, wie kommt es bei dir an. Und das haben wir gemacht und haben folgendes Ergebnis. Der schlechteste Platz ist Holzmann mit einer Abweichung von plus 0,7 Grad, beziehungsweise bei 45 Grad, bei 90 Grad schon waren es minus 0,6 Grad. Das ist schon arg, das merkst du schon beim Arbeiten. Hier beim Metabo hatten wir 0,2 Grad Abweichung beim Ganzen und hatten bei der GCM 12 SDE, hier bei der hier, haben wir 0,05 Grad. Also das ist schon im Rahmen der Messtoleranz eigentlich. Und dasselbe hatten wir hier auch bei D-Wald und bei Milwaukee. Hier hatten wir jeweils auch 0,05 Grad Abweichung.
wir haben Holz und das ist wirklich marginal. Das heißt also, unsere Sieger im Thema Winkelgenauigkeit, und das ist das Wichtigste eigentlich fast an den Sägen, ist ganz klar Festool, Metabo, Bosch und Makita. Besonders hervorheben möchte ich eine Sache, und die hat uns alle sehr erstaunt, und zwar ist die Winkelgenauigkeit dieser Säge. Denn diese Säge hier benutzen wir jetzt seit Monaten, um genau zu sein, seit sechs Monaten. Ich will mal fair sein, seit 6 Monaten. Und die ist immer noch genau. Also, was die hier alles mitgemacht hat, also das ist wirklich der Wahnsinn. Und es ist so, dass sie immer noch sehr genau ist, und das hat uns schon wirklich überrascht. Insofern, diese 4 auf jeden Fall unsere Winkelgenauigkeitspräzisionssieger. Kommen wir zum besten Handling. Das heißt, wie kannst du die Maschine am einfachsten, effizientesten und schnellsten einstellen? Aus meiner Sicht, wenn du übrigens andere Platzierungen siehst in den verschiedenen Kategorien, schau es bitte unten in die Kommentare und denk dann, du hast immer noch die Chance auf den 250 Euro Einkaufsgutschein. So, und jetzt ist es so, das hier ist für mich Platz 3. Die GCM 12 GDL aus vielerlei Gründen, übrigens auch die STE, beide sind sehr leichtgängig, sehr schöne Sägen, mit denen man wunderbar arbeiten kann. Deswegen ist es mein Platz 3, im Gegensatz zu anderen Maschinen, die gar nicht auftauchen, weil wir hier vorne das Ganze super einstellen können. Auch allgemein die Maschine hier nach rechts und links zu bewegen, ist super sanft, super angenehm, und vor allem ich kann vorne am Hebel ziehen und kann dann die Maschine entsprechend neigen, sodass ich hier hinten nicht groß rumfummeln muss, sondern kann alles dort vorne machen. Platz 3. Kommen wir zu Platz 2. Das hier ist ganz klar Milwaukee. Aus 2 Gründen. Nummer 1, du kannst hier vorne an der Position das Ganze festziehen bzw. einrastern lassen, und du kannst dann ganz fein die Gradzahl einstellen, indem du an diesem Rädchen drehst. Finde ich sehr elegant gelöst und macht das nochmal ein bisschen einfacher, den perfekten Grad einzustellen. Nummer 2, haben wir hinten einen Hebel, und an dem Hebel kann ich das Gerät einfach nur hochziehen, neigen. Und auch wenn ich es loslasse, ist es sofort wieder arretiert. Und das ist leicht und einfach. Ist auch leichter eigentlich als bei Bosch. Klar, bei Bosch habe ich das vorne, ohne Frage. Aber es ist sehr schwer, dass ich es hochziehe, mache und tue. Naja, jedenfalls das hier aus meiner Sicht Platz 2. Platz 1 teilen sich 2 Geräte, weil sie aus meiner Sicht vom Handling fast identisch gut sind. Nummer 1, also Platz 1. 1 ist Festool meinetwegen. In dem Fall, oder ist Festool. Hier ist es so, dass wir die Neigung wirklich perfekt wunderschön einstellen können, indem wir hier an dem Rädchen drehen oder hier an dem Griff drehen. Wunderbar. Und schon neigt sich das Ganze. Auch hier vorne die ganze Arretierung hier vorne an dem ist wunderschön. Funktioniert einfach perfekt. Einfach und simpel alles einzustellen. Auch die Tiefeneinstellung und so weiter und so fort. Wirklich schön einzustellen. Aber aus meiner Sicht auf jeden Fall auch ein Platz 1 im Thema Handling ist Makita. Wahnsinnig durchdachtes Gerät, hat super viele kleine Funktionen, die hier zwar alle, ich sage mal, etwas robuster aufgebaut sind. Wir haben ja auch die Sonderschnitthöhe, aber bei Festool müssen wir so einen Hebel und so umlegen. Hier ist einfach nur so, ich habe hier so ein Stück Metall, klappe ich nach unten, Sonderschnitthöhe, fertig. Das hier ist wenig Schnörkel dran, aber dafür alles super funktional. Um zum Beispiel jetzt die Säge auch zu neigen, kann ich ganz einfach hier an den Knopf drehen. Man hört es auch wunderbar. Und schon kann ich die Säge neigen. Geht wunderbar. Was man übrigens auch bei der Makita sagen muss, was ein Traum ist, ist der Tisch. Diesen Tisch in den Gradzahl nach rechts und links zu bewegen, ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach schön, und der Tisch ist auch schön groß, sieht unwahrscheinlich wertig aus. Aber das nur am Rande. Wir haben hier also Platz 1 auf jeden Fall Festool und Makita. So, als nächstes Handling. Bester Lieferumfang. Kommen wir zum Thema Lieferumfang. Und hier ist relativ simpel. Es gibt wahnsinnig viele Platz 2, aber es gibt nur einen Platz 1. Zu Platz 2, was ist denn hier Platz 2? Lieferumfang bei allen Geräten ist im Grunde immer nur eine Sache mit dabei, im Grunde, und zwar der Niederhalter.
Und die sind verschieden gut ausgeführt. Und dazu guck bitte gerne mal dir alle Geräte nochmal an in den anderen Videos. Weil hier ist es so, je nachdem, wie gut ich das hier nach unten bringen kann. Ja, das hier ist natürlich jetzt hier ewiges Gedrehe, macht keinen Spaß. Deswegen hast du hier aber die Funktion, kannst es ganz schnell lösen und nach oben und unten führen und dann nur noch den letzten Rest damit festmachen. Besonders hervorzuheben, aus allen Platz 2 ist hier Metabo KGS 305, wo du hier zwar das hier auch lösen kannst und machen tun, aber super ist das hier. Du kannst einfach hier drauf drücken und kannst hier hoch und runter stellen und dann also mit einem Knopfdruck das hier hinstellen und dann festziehen. Aber hin wie her, all das hier, alles was wir hier haben, ist nur Platz 2. Platz 1 natürlich ganz klar hier festholen, weil der Niederhalter, da kann keiner ihm was erzählen, ist halt wirklich gut. Du nimmst es einfach hoch, drückst es runter, ziehst es fest und es ist fest. Das ist wirklich super durchdacht, funktioniert alles bestens. Ja, nochmal hoch, runter, ziehst das fest. Allein deswegen ist das hier schon Platz 1. Zusätzlich gibt es aber auch die von vielen inzwischen, denke ich mal, bekannte Winkelschmiege, die wir hier dabei haben, die mit zum Lieferumfang gehört, die hier hinten am Gerät mit dabei ist. Insofern klarer und verdienter Platz 1. Kommen wir zum Thema Kompaktheit, was ja sehr vielen von euch sehr wichtig ist. Das heißt, wie sehr bauen die Maschinen von der Wand her nach vorne hin auf? Und hier haben wir ganz klar drei Sieger. Naja, also wir haben zwar ganz klar Platz 1, 2 und 3, aber so klar ist dann doch wieder nicht. Aber fangen wir erstmal im einfachen Teil an. Platz 3. Ganz klar hier Makita 90 cm Gesamttiefe. Ja, wir haben hier Maschinen mit über 1,30. Also das ist wirklich eine super kompakte Maschine, gleitet hier wunderbar und baut hier extrem wenig auf. Hier Platz 3. Platz Nummer 2 mit 84 cm ist Bosch. 84 cm, sehr, sehr kompakt hier durch diesen wunderbaren Arm. Und übrigens habe ich gelesen in einem Kommentar, der Arm sieht fragil aus. Nein! Das Ding ist alles andere, aber nicht fragil. Es ist nur eine sehr interessante Technik, die super funktioniert und die ihm der Säge erlaubt, wirklich sehr kurz zu sein mit 84 cm. Kommen wir zu Platz Nummer 1, unangefochten Festool mit nur 80 cm Tiefe. Aber jetzt ist es so, dass wir klar sagen müssen, ja, wir haben hier nur eine sehr geringe Tiefe, die nach vorne geht. Festool erreicht das aber, und hier haben wir ganz klar Platz 1 in der Kompaktheit. Aber wir haben hier Nummer 1 bei Festool einen Nachteil, wir haben hier das kleinere Sägeblatt und Nummer 2, dadurch, dass wir das kleine Sägeblatt haben, die ganze Säge etwas kompakter aufgebaut ist, haben wir auch nicht so eine große Schnitttiefe hier an der Stelle. Das kann für euch ja auch relevant sein, ja, nicht nur die Schnitthöhe, denn hier haben wir nur 31 cm in der Schnitttiefe, also von hier bis zu dem Punkt haben wir 31. Kommen wir kurz mal zu Bosch. Hier haben wir nämlich in Summe 35 cm, also 4 cm mehr. Ihr merkt jetzt wieder 4 cm mehr, wir haben auch 4 cm höhere Tiefe. Hier haben wir jetzt schon 38 cm in der Schnitttiefe. 38 cm in der Schnitttiefe. Sodass wir hier in Summe 92 cm Gesamttiefe haben, 10 cm mehr als bei Festool. Aber wir müssen das in Relation setzen, so wie ihr alles hier in Relation setzen müsst. Deswegen aus meiner Sicht wäre es sogar vernünftig zu sagen, alle drei sind Platz 1, weil alle drei im Gegensatz zu den anderen einfach super kompakt sind und da einen sehr guten Job gemacht haben, was das betrifft. Und jetzt musst du nur wissen, mehr Schnitttiefe oder nicht mehr Schnitttiefe. Kommen wir zum Thema Schnittkapazität und Schnittleistung. Bei der Schnitttiefe ist es hier schon so, dass Makita absolut den Vogel schon abschießt in der Schnitttiefe. Ja, hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Aber jetzt gehen wir mal von der Schnitthöhe, die aus meiner Sicht auch eher relevant ist. Denn wann willst du wirklich tief schneiden mit so einer Säge? Eigentlich wirklich selten, weil dann kommst du schon eher im Bereich einer Tischkreissäge. Sodass wir jetzt hier ganz klar sagen müssen, wir haben eine Sonderschnitthöhe und eine normale Schnitthöhe. Bei der Sonderschnitthöhe ist es ganz klar so, die GCM 12 SDE mit 17,5 cm ist da ganz vorne mit dabei. Aber wir haben hier, und die 170, lass uns mal ruhig so als Maßstab nehmen, wir haben dann natürlich auch noch hier die Makita, meinetwegen auf Platz 2, oder die Bosch. Und ich glaube, irgendeine andere kommt es noch, ich glaube Dewald, alles Platz 2. Ja? Was das betrifft, Metabo haben wir hier bei einem anderen, nämlich auf Platz 1.
Wir haben natürlich auch noch die normale Schnitthöhe ohne die Sonderschnitthöhe. Das heißt also, dass du einen großen tiefen Balken nehmen kannst und einfach durchziehen. Bei der Sonderschnitthöhe geht es ja darum, dass ihr diesen Bereich hier, ausnutzt. Ja, diesen Bereich hinter dem Sägeblatt eigentlich. Und dadurch hier sehr hoch schneiden könnt. Damit kannst du natürlich auch nicht unendliche Tiefen mitschneiden. Wenn du jetzt einen großen Block hast, einen richtig großen Holzblock hast, dann ist es so, und der ist meinetwegen 12 cm hoch, aber 30 tief, das habe ich auch in einem Video schon mal gezeigt, dann bleibt nichts anderes als die Metabo. Die Metabo schafft einfach 12 cm über die volle Länge einfach durchzusägen, null Problem. Und das ist auch eines von dem, wovon diese Säge lebt. Einfach 12 cm, egal, ich säge das hier einfach mal. Dann haben wir als nächstes ganz klar solche Sägen wie jetzt hier die Makita, die mit Opferholz oder auch meinetwegen Bosch, die mit Opferholz entsprechend auch 12 cm schaffen. Ja? Welches alles kann, guck gerne nochmal im Video nach. Ansonsten haben wir ja die meisten Sägen hier, die 10 cm schaffen. Natürlich Platz 2 ist eigentlich natürlich auch hier die Holzmann, ja? Die 115 mm einfach so schafft. Das ist schon beachtlich für eine Säge mit dem kleinen Sägeblatt. Aber ansonsten wäre es für mich auch so, die meisten Sägen oder viele von den Sägen können mit Opferholz hier recht hohe Kapazitäten sägen. Insofern nimmt sich das nichts, außer natürlich Metabo, der KGS 315 als Branchenprimus. Jetzt kommen wir gleich endlich zu unserem Gesamtsieger, aber vorher noch der Sieger beim Thema Absaugen. Ich stehe übrigens durch Zufall genau hier bei Bosch GCM12 GDL bzw. auch STE, die am schlechtesten abgeschnitten haben. Falls du das Video zur Absaugung nicht gesehen hast, dann wirst du auch sehen, wie das hier entstanden ist, all dieser ganze Staub. Dann verlinke ich dir das Ganze mal hier oben. Schau dir das auf jeden Fall an, da hast du jede Menge Informationen zu jeder einzelnen Säge und siehst bei jeder einzelnen Säge, wie es abgeschnitten hat. So, aber wir haben unsere schlechteste Säge, die GCM12 GDL, aber wir haben auch drei Gewinner. Platz 3 haben wir hier Festool mit 17 Gramm. Wie wir das Ganze gemessen haben, ja, wirst du alles dort oben sehen. Aber die drittbeste Absaugung hat Festool. Übrigens nochmal ein Hinweis, der mich hier bei dem Festool massiv nervt, ist, dass der Gummi hier einfach zu tief ist. Das heißt, wenn ich die Säge nach vorne und hinten bewege, hängt sie jedes Mal hier an der Stelle fest. Das ist etwas, das ist immer so ein kleiner, und jedes Mal denkst du, du reißt das hier raus und das wird auch immer nicht schöner. Ja? Also das ist eine Sache, die nervt mich, aber unabhängig davon, drittbestes Ergebnis mit nur 17 Gramm Staub, der übrig geblieben ist. Dann haben wir hier die Metabo mit 9 Gramm, die übrig geblieben sind. Und dann haben wir noch Makita auch mit 9 Gramm. In Summe muss man sagen, dass die Makita ein Hauch noch mal besser war, obwohl die Grammzahl dieselbe ist, ist hier der Staub noch mal etwas feiner, sodass ich die Makita einen kleinen Tick besser bewerten würde. Hier also Platz 1 für Makita und eigentlich Platz 1,2 meinetwegen für Metabo. Kommen wir zu unserem Preis-Leistungssieger. Ganz einfach, es gibt zwei Gewinner. Nummer 1, die KGS 305. 350 Euro. Im Testfeld hier natürlich enorm günstig, macht aber alles, was du so möchtest. Du hast ganz viele Komfortfunktionen nicht, Geschwindigkeitseinstellungen. Es ist nicht so schön einzustellen wie die anderen. Bibabababa. Aber für 350 Euro ehrliche Säge kann einfach eine ganze Menge und macht sein Ding. Und jetzt geht es natürlich in einen zweiten Sieger oder den Siegersieger. Auf Platz 1 ist hier Makita. Denn dieser Säge fehlt es an nichts. Das ist ein absolutes Qualitätsmonster, Schnittmonster in allem drum und dran. Das Einzige, was dieser Säge fehlt, im Vergleich auch zu allen anderen, ist ja nur noch die Geschwindigkeitseinstellung. Man kann hier keine Geschwindigkeit einstellen. Die Säge läuft immer mit ihrer festen Geschwindigkeit. Und deswegen sind wir hier bei nur 700 Euro. Und wir sehen schon, wir haben es ja hier nach Preis sortiert. Und wir sind hier gerade mal am ersten Drittel. Und da kommt noch eine Menge Maschinen. Sodass wir sehen, für 700 Euro bekommst du hier einfach für Preis-Leistung das Ding. Ist es nicht der Wahnsinn, wie es hier aussieht? Wir haben hier wirklich wahnsinnig viele Sägen und wirklich eine schöner als die andere. Und falls du mich siehst, hier hinten bin ich hier, weil es wäre echt toll gewesen, wenn ich euch mitnehmen hätte können. Und wenn ihr auch die Erfahrung gemacht hättet, mit jeder einzelnen Säge hier mal 10, 20 Schnitte zu machen, dann hättest du gesehen, wie viele Unterschiede es teilweise auch macht, nur im Handling. Und bei einigen Sachen musst du mir auch einfach vertrauen, wenn ich sage, ja, das Handling ist so oder so.
Und natürlich haben wir keinen normierten Test gemacht mit ganz 100% klarer Punktevergabe, aber ich glaube, ihr konntet meinem Argumenten hier größtenteils folgen. Ich hoffe zumindest. Wenn nicht, schreibt es gerne auch unten in die Kommentare, wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn ich irgendwas Wichtiges anders gewertet habe, als ihr es hättet. Denkt dran, es gibt ja immer noch etwas zu gewinnen. Kommen wir jetzt zur Punktevergabe. Wir machen es ganz rückwärts. Wir kommen von Platz 4 zu Platz 1. Platz 4 aus meiner Sicht ist die kleine Metabo. Einfach weil sie alles macht, was man so möchte, hat ein, beim Absaugergebnis geht so, ist okay noch Ergebnis gehabt, aber sie ist kompakt, sie macht, was man möchte und kostet nur rund 350 Euro. Toppreis läuft. Ja, das hier Platz 4. Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 hat hier Metabo. Wobei das hier schon ein enges Rennen war mit Platz Nummer 2. Die große KGS 315 ist aus meiner Sicht auf jeden Fall Platz 3. Und hier fängt es an, dass du es für dich auch werten möchtest. Wenn das Thema Kompaktheit für dich keine Rolle spielt, wäre diese Säge für jemanden, wo es nicht auf die Größe ankommt, auf jeden Fall durchaus Platz 1. Weil sie ist nur deswegen etwas weiter hinten, ganz einfach, weil sie halt nicht kompakt ist, weil sie relativ groß ist. Aber die Metabo, unser Sägepanzer mit einer riesen Schnitthöhe von durchgehend immer 12 cm und hohe Präzision, sehr gutes Absaugergebnis, auf jeden Fall mindestens Platz 3. Platz Nummer 2, Festool. Hat auch ein gutes Absaugergebnis und so weiter und so fort. Solide Säge, macht, was es soll, funktioniert, ist auch sehr vielseitig, hat einen guten Lieferumfang, aber Preis-Leistung schwierig, sägt auch sehr gut, wie auch andere Sägen, hat aber natürlich keine so hohe Schnitthöhe und nervt ein bisschen mit dem Gummi und so Kleinigkeiten. Ansonsten aber eine sehr durchdachte Säge. Klarer Platz 2, wenn einem das auch den doppelten Preis wert ist von Platz 1. Denn Platz 1 ergibt sich auch schon, wird für viele von euch auch nicht mehr überraschend sein, ist ganz klar die Makita. Zu 100%, und das ist auch wirklich eindeutig hier Makita, ganz einfach, sie ist kompakt. Ja, sie ist 10 cm tiefer als Festool, okay. Aber wir haben hier eine Säge, für 700 Euro mit dem besten Absaugergebnis, mit der größten Vielseitigkeit kann man die meisten Winkel einstellen, super hochwertig verarbeitet, man kann sie auch sehr schön verstellen hier mit dem Hebel und man kann damit einfach alles machen. Winkelgenauigkeit war gut und. Das hier ist einfach von all diesen Sägen aus meiner persönlichen Sicht, von so wie wir es uns angeschaut haben, von unserer Wertung auf jeden Fall Platz 1. Insofern ist es so, Bosch hätte auch zum Beispiel gut abschneiden können, aber bei dem Absaugergebnis, huiuiui, nochmal um es klar zu sagen, 9 Gramm, 113 Gramm. Also vergleich das nochmal, diesen Haufen und diesen Haufen. Das ist ein Riesenunterschied. Und ja, das Thema Absaugen, manche sagen auch, ist mir eigentlich egal, wenn du die Säge stationär benutzt und auch öfter mal benutzt als für einen Schnitt mal im Monat, dann wird die Absaugung irgendwann relevant. Wenn du 10-mal so viel Staub hast, die diese Säge aufwirbelt und irgendwo im Raum auch verteilt, musst du 10-mal so viel auch putzen, um alles wieder sauber zu bekommen. Und dann hast du so eine Säge wie die Makita, die Metabo oder auch die Festool auf jeden Fall viel, viel lieber. Ich möchte übrigens noch mal einmal eine Sache erwähnen, die ich total erstaunlich finde, ist, dass die Metabo bei uns ja schon dauerhaft im Einsatz ist und trotzdem noch immer so eine gute Winkelgenauigkeit hat. Wir haben die auch nur genommen aus dem Karton hin und haben gebaut. Wir haben die auch nie justiert und trotzdem ist sie so genau. Also wirklich Wahnsinn. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, welche Säge aus eurer Sicht Platz 1 ist. Schreibt das unbedingt mal unten rein. Ihr könnt ja auch reinschreiben, was euer Platz 1, 2 und 3 ist. Uiuiui. Und jetzt erstmal ran an die Kappsäge und bis zum nächsten Mal.